Guten Morgen! Heute mal ein ganz, ganz, ja, eine kurze Einführung. Ich möchte euch einfach heute mal so drei Unpackings zeigen von Paketen, die ihr mir geschickt habt. Und ja, als kleines Dankeschön, dass diejenigen vielleicht sich freuen, dass ihr Paket wirklich auch angekommen ist und dass ich mich gefreut habe. Zu denen ich mich gefreut habe, vielleicht habe ich mich ja nicht gefreut. Ich will die Spannung ja nicht nehmen. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere Spaß beim Schauen. Ansonsten danke nochmal an die drei, die mir die Pakete geschickt haben. Und wir sehen uns morgen. Und wieder ein Paket. Der Paketmann kam gerade an, hat gesagt: Komm, mit runter, das musst du tragen. Ich sage: Ich habe doch gar nichts bestellt. Aber ja, die liebe Anja, ich habe dir hier den Nachnamen mal weggemacht, heißt, ich weiß, ob sie das möchte, hat mir ein Paket geschickt und ja, ich einfach freue mich. Und, es ist groß und ja, ich bin sehr gespannt, was drin ist. Und ich ja, lasse dich einfach mal mit dran teilhaben. An dem, was jetzt hier zutage tritt. Fangen wir mal mit dem kleinen Paket hier an. Also Anja, herzlichen Dank und ja, es ist halt. Und von dem Geschenkaufkleber glaube ich schon, ich glaube, das ist vom Lebe gesund von meinem Mann. Das wäre natürlich geil, weil ich bestelle da mittlerweile gar nicht mehr. Nicht, weil ich nicht immer noch der Meinung bin, dass es der beste Online-Versandhandel ist, sondern aus finanziellen Gründen halt. Aber naja, umso schöner, wenn jemand an mich denkt. Und ich hoffe, das war nicht extra wegen Weihnachten, sondern so generell mal. Ja. Möhren. Möhren, das vollwertigste und preiswerteste Lebensmittel, vielleicht nicht unbedingt beim Lebe-Gesund-Versandhandel, aber insgesamt in was wir haben in Deutschland. Vollwertig und preiswert. Möhren, richtig geil. Feldsalat. Postelein. Kommt auch bald in meinen Garten, aber noch ist es nicht Postelein. Ey, das müsst ihr unbedingt. Postelein. Das ist so geil, dass wenn Postelein blüht, blüht nichts anderes, das, außer Vogelmiere noch im Garten. Und das geht so bis März, April, habt ihr Postelein in eurem Garten, vermehrt sich selber, ihr müsst nichts tun. Und wenn das andere dann wächst, in das andere Gemüse, Spinat und so weiter, geht Postelein von alleine wieder weg. Mega. Oh, vielen Dank, Anja. Salat. Und nochmal frischer Salat. Anja, lass dich, fühl dich gedrückt und geknuddelt und geküsst, wenn du das möchtest. Und was du dir auch sonst immer vorstellst. Jetzt doch die große Kiste. Mann. Anja, das habe ich nicht verdient. Das so viel Liebe habe ich nicht verdient. Lieber Christian, zu Weihnachten senden wir die herzliche Grüße aus Thüringen und dann die Namen von denjenigen, die mir das Geschenk gemacht haben. Ja, Anja, das ist echt 5 Kilo Orangen. Und das ist super Qualität. Ich weiß das. Das sind richtig gute Orangen. 5 Kilo Orangen. 1 Kilo Grünkohl. Das sind meine beiden liebsten Sachen. Das Lieblingsgemüse ist Grünkohl und das Lieblingsobst ist Orangen. Das sind meine beiden Lieblingssachen. Deswegen liebe ich ja die Rohkost im Winter so, weil da das Saison hat, was ich liebe. 1 Kilo Grünkohl und da ist noch was drin. Das ist Wahnsinn. 3 Kilo Äpfel. Und das Entsafterpaket. Das macht drauf. Mega, mega lieben Dank. Entsafter. Wer entsaftet sowas? Das wird so gegessen. Möhren wieder richtig geil. Äpfel. Äpfel.
Eine Ananas. Und das ist eine super Qualität, ne? Das ist super Qualität. Und noch Orangen. Anja und die anderen, die auf der Karte standen, vielen herzlichen Dank. Ich werde es genießen, ich werde dabei an euch denken und die Liebe, die ihr mir damit hier gebracht habt. Und da verzeihe ich auch, dass ihr fröhliche Weihnachten gewünscht habt. Im Ernst, herzlichen Dank und ja, das war's. Schön. Ich möchte mir das einfach mal angewöhnen, die ganzen Pakete, die ich bekomme, auch abzufilmen. Ich habe das bei dem einen oder anderen nicht gemacht. Vielleicht ärgert die Person sich dann, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe mich immer sehr gefreut, aber manchmal habe ich es dann einfach nur so ausgepackt und gedacht, Mensch, hätte ich es nur aufgenommen. Also vielen Dank an all diejenigen, die mir ja, irgendwas schicken, wo sie der Meinung sind, dass ich das besser brauche als sie oder wo sie einen Energieausgleich drin sehen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich versuche jetzt wieder das zu sammeln, um dann mal so ein Unpacking-Video zu machen. Wenn ich denn noch was zugeschickt bekomme. Okay, ich habe was bekommen. Schreibt mir am besten rein, ob ihr vielleicht, also wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt mir das direkt rein. Wisst ihr, dass ich nicht irgendwas vorlese oder was ihr vielleicht nicht wollt. Also ich habe jetzt hier auch einen Brief bekommen und die Briefe, lese ich sozusagen erstmal leise für mich, falls irgendwas Verfängliches drinsteht. Und eure Adresse und sowas tue ich natürlich auch immer wegmachen. Oh, das ist aber interessant. Das ist ein Brief, da ist gar nichts drin. Ohne Scheiß, da ist gar nichts drin. Ich zeig euch das. Also, hier, da ist einfach gar nichts drin. Das ist kein Brief, keine Worte, nichts drin. Okay, gut, das habe ich auch noch nicht bekommen. sehr schön. Okay, so. Mal gucken, ob ein Paket auch nichts drin ist. So. So. Okay, kommt vielleicht noch ein bisschen ran. Oh, da steht der Name. Den muss ich mal kurz. So. Okay. Energieausgleich. Viele liebe Grüße von. Du weißt, wer du bist. Okay. Also ist ein kleiner Brief sozusagen drin. Und. Oh. Was? Ach, das ist ein Gutschein. Jetzt muss ich aufpassen, weil das letzte Mal habe ich den Gutschein gezeigt und dann. Dann hat sich dann einfach jemand den Code aus dem Video abkopiert und dann ist dann einkaufen gegangen. Aber das hier ist ein Gutschein, Geschenkkarte aus Holz von DM. Das heißt, ich kann mal in eine Drogerie gehen. Wow! Ich bin jetzt nicht der typische Drogeriegänger, aber ich weiß, auch in der Drogerie gibt es Nahrungsmittel. Und von daher, ey, echt mega, mega, vielen Dank. Und egal, was ihr drauf habt, ob ihr 1 Euro drauf sind oder ob ihr 5 Euro drauf sind, herzlichen Dank. Kriegt man es überhaupt mit, weil hier steht nichts drauf? Egal. Ich werde hingehen und werde direkt sagen, hier, das kann ich mit der Karte kaufen. Geschenkkarte aus Holz von DM. Sehr schön. Und Christian, das ist Lupinenprotein von Raab. Ich glaube, es ist rohköstlich. Selbst wenn es das nicht wäre, ich würde es trotzdem verwerten. Das ist Protein, das ist Lupinenprotein, ist eine angefangene Tüte. Offensichtlich, ja, jemand, der da das nicht mehr verwertet oder der halt eben sagt, hey Christian, du kannst das besser gebrauchen, du bist so gebrechlich und Protein ist ja wichtig für die Muskeln. Und von daher, ja, vielen Dank für Protein. Und hier haben wir noch was Kleines. Oh, Pfannensiedesalz. Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns Erde schenkt, das Kostbarste. Pfannensiedesalz aus Natursohle. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit Pfannensiedesalz machen. Ich würde es wahrscheinlich einfach essen. Aber, also, steht das irgendwo drauf? Ich vermute mal, das ist einfach. Ich werde es googeln. Also, liebe R. Das kann ich sagen. Liebe R, danke herzlich für das, was du hier mir gesendet hast. Ich werde in die Drogerie gehen und an dich denken. Und ja, alles Liebe und
Macht's gut. So, ich habe wieder ein Paket von euch bekommen, diesmal ein Päckchen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und ein Taschenmesser. Der Leatherman. Leatherman, ich glaube, das ist. Gibt es da irgendwie noch einen Brief dazu? Wow! Ah ja! Sehr geil! Lieber Christian, vielen Dank für deine tollen Videos. Ich schaue mir deinen Kanal seit knapp einem Jahr regelmäßig an. Auch du hast mich dazu motiviert, auf die Rohkost umzusteigen. Yeah! Da ich immer mehr Materials loslasse, dachte ich, du könntest den Leatherman vielleicht brauchen. Wenn nicht, kannst du ihn gerne weitergeben. Ich bin seit einigen Monaten selber auch auf Reisen. Vielleicht komme ich mal in Leipzig auf einen eurer Potlucks vorbei. Ansonsten interessiere ich mich auch für Rainbows. Falls es da wieder mal eins gibt, würde ich mich über eine Einladung sehr freuen. Meine Mail ist, schreibe ich mir auf. Tausend Dank und bis bald. Fabian, danke, denn ich weiß, der Leatherman ist ein richtiger, sozusagen, das ist das größere, das beste Multifunktionstool. Und ja, kann ich sehr, sehr gut brauchen. Ich habe ein tolles Taschenmesser, dieses Schweizer Taschenmesser, aber der Leatherman, der ist halt eher so ein Tool, so ein Werkzeug und ideale Ergänzung zum Taschenmesser. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Fabian. Ich sag einfach mal danke. Okay, dann haben wir jetzt einen Leatherman. Danke, Fabian. Guten Morgen.